Hallo, eins vorweg. Ragnar und die anderen Wikinger waren bereits versichert. Wie ich darauf komme? Nun, vor einigen Jahren erzählte mir meine Frau, sie wäre auf einer 750-Jahr-Feier einer großen deutschen Versicherung gewesen. 750 Jahre? Das konnte ich mir gar nicht vorstellen und versuchte zu argumentieren. Glaubst du wirklich, damals wären schon die Ritter von Burg zu Burg geritten und hätten Versicherungen verkauft? Klang für mich als Mann logisch. Die Antwort allerdings versetzte mich dann in Erstaunen. Warst du auf der Feier oder war ich es? Okay, ein echtes Totschlagargument, aber der Gedanke ließ mich nicht los. Nun habe ich auch endlich die letzte Staffel von Vikings in einem Wochenendmarathon zu Ende geschaut. Schade, dass die Serie jetzt wohl aufhört, wobei es ja schon neue Ankündigungen gibt. Keine Angst, hier gibt es keine Spoiler, obwohl hättet ihr gedacht? Nein, aus! Aber was haben die Vikings auf einem Versicherungskanal wie meinem zu suchen? Erst einmal der Grundgedanke der 750-Jahr-Feier, die sich aber letztlich als 75-jähriges Jubiläum herausstellte. Aber auch die ganz einfache Annahme, hätte es nicht schon bei den Wikingern sowas wie Versicherung gegeben, wären die wohl nie großartig aus ihrem Kattegat rausgekommen. Wie jetzt? Die Wikinger waren versichert? Bleib einfach bis zum Ende dran, dann erfährst du mehr davon. Nach einem kurzen Intro geht's auch schon los. Hätten sich die Vikings überhaupt versichern können? Ja, ich weiß. Die Hochzeit der Wikinger war grob um das Jahr 1000 nach Christus. Auch die Serie Vikings spielt um diese Zeit. Ja, auch damals gab es sowas wie Versicherung. Allerdings anders wie die, die wir heute kennen. Denn bereits rund 3000 vor Christus gab es einfache Vorsorge- und Risikogemeinschaften, bei der Risiken eben nicht von Einzelnen, sondern einer Gruppe getragen wurden. In der Wikingerzeit wird es solche Absicherungen in Form sogenannter Seedarlehen gegeben haben, welche dafür sorgten, dass Seeleute, die ihr Schiff beispielsweise durch einen Sturm verloren hatten, Ersatz erhielten. Hierfür mussten die Schiffseigner dann bei der Anlieferung von Transportgütern, aber eben auch von Beute, einen gewissen Anteil an ihrer Investitionen zurückzahlen. Aha, deswegen erhielt der Jarl und das Dorf immer einen Anteil. Auch wenn Ragnar und Floki den Mut aufbrachten, gen Westen zu segeln, das Risiko lag auch immer bei der Gemeinschaft. Die zunehmende Christianisierung ließ diese Art der Versicherungen immer mehr und mehr verschwinden, da dem Christentum im Mittelalter Zinsen und Darlehen ein Dorn im Auge waren. Im Jahr 1234 wurden sie dann ganz von der Kirche verboten und erst im 16. bis 17. Jahrhundert ist der Versicherungsgedanke wieder entstanden, mit den ersten Brandversicherungen. Aber grundsätzlich waren die Urformen der Versicherungen bei den Wikingern schon bekannt. Naja, Feuer- oder Gebäudeversicherungen gab es natürlich nicht. Aber wenn ich mir die Szenen vom brennenden Kattegat vor Augen rufe, wäre hier versicherungsmathematisch auch keine Lösung möglich gewesen. Aber selbst heute wäre es wirklich schwierig, solche Holzhäuser mit Strohdächern und dann noch in Küstennähe zu versichern. Also, kommt erst gar nicht auf die Idee, sowas nachzubauen. Aber auch hier zählte der Gemeinschaftsgedanke. Die Einwohner von Kattegat bildeten eine Risikogemeinschaft, die dann auch mit vereinten Kräften, zum Beispiel nach einem Brand, dafür sorgten, dass das Haus oder die Stadt wieder aufgebaut wurde. Und, apropos Kattegat, diese Stadt gab es wohl historisch gar nicht, sie wurde für die Serie eigens geschaffen. In der Realität ist Kattegat nämlich ein Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden. Jetzt aber genug mit der Klugscheißerei. Personenversicherungen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung oder Unfallversicherung gab es verständlicherweise auch noch nicht. Und zwar nicht, weil diese nicht sinnvoll gewesen wären. Allerdings lag die Lebenserwartung bei den Wikingern bei maximal 60 Jahren. Die meisten Männer erlebten den 45. Geburtstag nicht. Viele Frauen starben bereits im Alter von 25 bis 30 Jahren, oftmals infolge wiederholter Schwangerschaften und Geburten. Da die Wikinger auch ein expansives Volk waren, das selten einer Schlacht auswich, wurde die Sterblichkeit durch Kriegsgeschehen und Schlachten noch zusätzlich beeinflusst. Hier griffen dann die Solidarregeln der Familien und Stämme. Starb ein Krieger während eines Feldzuges oder einer Schlacht, wurde dessen Witwe versorgt und auch gerne weiter verheiratet. Die soziale Sicherung stand im Vordergrund. Mitgiften und Brautgeschenke dienten auch dazu, eine gewisse soziale Absicherung und quasi eine Altersvorsorge zu schaffen. So kann man das als Vorläufer der Rentenversicherung irgendwie interpretieren. Auch Erträge aus geteilter Beute oder Pachtflächen schufen eine Art passives Einkommen, zumindest für die, die nicht direkt an den Raubzügen beteiligt waren. Moderne Leistungen wie
Ambulante oder stationäre Zusatzversicherungen waren undenkbar. Ganz im Gegenteil. Zu den damaligen Gepflogenheiten gehört es nämlich nicht nur, Kriegsgefangene gegen ein Lösegeld freikaufen zu lassen. Dies funktionierte nämlich nur bei hochgestellten, privilegierten Personen. Das einfache Fußvolk wurde gerne auch so verstümmelt, dass es an zukünftigen Kampfhandlungen nicht mehr teilnehmen konnte und wieder freigelassen. Hierdurch wurde der Gegner nicht nur durch den Verlust potenzieller Kämpfer geschwächt, sondern auch dadurch, die eigenen Verletzten versorgen zu müssen und somit weniger Mittel zur Kriegsführung zu haben. Eigene Erkrankungen oder Verletzungen wurden entweder mit den damals bekannten Hausmitteln behandelt oder es wurden Heilkundige aufgesucht, die dann aus eigener Tasche bezahlt werden sollten. Der Erfolg einer solchen Behandlung war dann auch eher dem Zufall oder den Göttern überlassen. Doch auch bei aller Tapferkeit und dem Glauben an die alten Götter, ohne die Risikoteilung mit der Gemeinschaft und der Sicherheit, die Familie für den Fall der Fälle versorgt zu wissen, ist es fraglich, ob die Wikinger es sich wirklich getraut hätten, ihre Heimat zu verlassen und große Teile Europas zu erobern. Was meint ihr? Mein Fazit: moderne Versicherungen gehören in unsere Zeit und nicht in die der Wikinger. Und euch und uns kann ich mit großer Gewissheit sagen, bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund, euer Thomas Schneider.